Gude, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal vom lieben Daniel der Odenwälder Feuerküche. Richtig, und ihr seht es, ich bin nicht im Orewold, nein, ich bin im Sauerland, denn ich weiß es nicht, einer von euch war bestimmt auf der DGM und mit einem haben wir uns bestimmt unterhalten und der weiß es ganz genau. Es hieß nämlich, wenn ich das Sauerland besuche, wird der Sebastian wieder Videos machen. Ja. Das ist wohl so. Ja. Und zu diesem freudigen Anlass haben wir, nachdem wir gesagt haben, wir haben jetzt Ferien, also wir beiden haben Ferien im Moment und der Daniel macht Ferien im Sauerland und wir haben uns ausgemalt, was wir so alles machen könnten. Kitesurfen, Paragliden, in der Biggepfütze schwimmen. Ja, richtig. Haben wir uns alles ausgemalt und am Ende des Tages waren wir einfach einkaufen und werden wir jetzt 3 Tage am Stück grillen. Spaß haben und dummes Zeug erzählen. Genau, liebe Leute, heute gibt es auf meinem Kanal, ich habe mal so Laugenstangen gemacht, die werde ich wieder machen, aber mit ein paar dicken Sauerländern, aber nicht mit Sebastian hier, sondern ne, ihr kennt die, weil ihr werdet schon sehen, was dann passiert. Und wenn das Video vorbei ist, dann müsst ihr unbedingt auf den Kanal der Sauerländer Barbecue vorbeischauen, denn da gibt es dann neue Videos. Liebe Leute, und wie ich jetzt diese Laugenstangen mit den dicken Sauerländern gemacht habe, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Wir beide wünschen euch viel Spaß dabei. Und hier bin ich wieder in dieser sagenumwobenen und berühmten Location der Sauerländer Barbecue. Dürfte jetzt ungefähr so circa, ja nicht ganz 2 Jahre her sein, dass ich das letzte Mal hier gegrillt habe. Natürlich war ich zwischenzeitlich ja schon mal im Sauerland und habe den Sebastian besucht, aber das war eher privater Natur, da haben wir ein bisschen Quatsch gemacht. Aber diesmal ist es wieder Zeit zu grillen. Wir legen auch gleich schon los. Ich möchte als erstes mal eine schöne Creme anrühren. Dazu habe ich etwas Kräuterfrischkäse in diese Schüssel gegeben und dazu gesellt sich jetzt ein klein wenig saure Sahne. Alternativ kann man ja auch Schmand nehmen oder Creme fraiche statt saure Sahne. Und damit wir dem Ganzen ein klein wenig Frische verleihen, kommt ein bisschen Zitronensaft hinzu. Limettensaft geht auch, ist kein Problem. Ja, dann wird das Ganze mal ein bisschen verrührt. Und dann müssen wir es natürlich auch ein bisschen würzen. Dazu nehme ich meinen grünen Kobold. Wo man den grünen Kobold herbekommt, liebe Leute, das steht unten in der Infobox. Da gibt es einen Link, da könnt ihr euch das bestellen. Oder ihr mischt euch das Ganze zusammen. Die Videos sind natürlich nach wie vor vorhanden. Aber wie gesagt, wenn ihr euch das bestellt, dann supportet ihr mich. Und dafür vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich hier so 2 TK-Laugenstangen. Hier ist es wichtig, dass die komplett aufgetaut sind, weil wir möchten sie ja in der Mitte aufschneiden und wenn die noch tiefgefroren sind, dann ist das nicht so toll, dann ist das eher suboptimal, denn wenn wir sie in der Mitte aufgeschnitten haben, möchten wir sie noch ein bisschen auseinanderziehen. Einfach, dass wir eine größere Fläche bekommen, weil wir möchten sie ja auch gleich belegen. Und liebe Leid, die genaue Zutatenliste, wie immer natürlich am Ende vom Video, könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren oder es schreibt jemand in die Kommentare und dafür vielen Dank. Dann werden die Laugenstangen mit meiner Creme beschmiert. Da braucht man nicht geizig sein. Wenn ihr jetzt nach der Mengenangabe von mir geht, dann reicht die Creme für ungefähr ja so 4 bis 5 Laugenstangen. Und hier haben wir sie. Die rote Zwiebel. Wir sind ja im Sauerland und hier herrscht sehr viel Zwiebelliebe. Deswegen gibt es heute auch wieder rote Zwiebeln. In letzter Zeit gab es auf meinem Kanal nur weiße Zwiebeln, aber es lag daran, ich habe mal so einen ganz großen Sack gekauft und der muss ja erstmal leer werden. Aber heute ist wieder Sauerländer Zwiebelliebe angesagt. Könnt ja gerne auch bei mir unten drunter Hashtag Zwiebelliebe schreiben. Ich glaube, da hatte Sebastian nichts dagegen. So, die Zwiebel haben wir jetzt auf den Laugenstangen verteilt und jetzt kommt meine Lieblingskäsemischung, Cheddar und Mozzarella. Aber ihr könnt natürlich jeden geriebenen Käse nehmen, den ihr gerne mögt. Da lasse ich euch die freie Auswahl. Und jetzt haben wir sie, die Hauptdarsteller, die dicken Sauerländer. Das ist eine richtig gute Bockwurst, hätte ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich nicht so der Bockwurst-Fan, aber die sind echt lecker. Und das sage ich nicht, weil ich Werbung dafür machen will, denn das ist keine Werbung. Die haben wir selber bezahlt, also das ist nicht gesponsert oder so. Ist aber, die ist wirklich die leckerste Bockwurst, die ich so kenne. Und die haben wir jetzt einfach so oben drauf gelegt. Vielleicht hätte ich sie in der Mitte aufschneiden sollen, für so einen Schmetterlingsschnitt wäre vielleicht idealer gewesen, aber das ist doch jetzt erstmal egal. Ich lege jetzt die beiden Laugenstangen auf so eine Auflaufform, einfach, dass wir ein bisschen abgekoppelter vom Grill sind.
Denn wir werden sie jetzt bei 180 Grad backen. Natürlich indirekt. Oh, und das Ganze dauert jetzt ungefähr so 20 bis 25 Minuten, bis alles gebacken ist. Und so sieht das Ganze aus. Die sehen richtig, richtig hübsch aus. Ich freue mich gleich, die Dinger mit dem Sebastian zu probieren. Aber die müssen jetzt erst einmal runter. Dazu muss ich mir Handschuhe anziehen, denn sowas ist heiß, lieber Leid. Sowas ist heiß, wenn man so Metall in den Grill und dann das anfasst. Ja, da können schwere Verletzungen entstehen. Bitte passt da auf euch auf. Und ja. So, ein bisschen festgebappt. Hätte ich vielleicht vorher einölen sollen. Aber egal, wir haben es runtergekriegt. Lieber Leid. Damit ist unser Rezept auch schon erledigt. Super simpel zu machen. Ich meine, man kennt es ja auch vom Bäcker, ne? Da, beim Bäcker sind ja meistens immer so Wiener Würstchen drauf. Diesmal haben wir das mit Bockwürstchen gemacht. Und liebe Leute, ich bin mir sicher, ihr möchtet das gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht TK-Laugenstangen, bisschen Kräuterfrischkäse, saure Sahne, Zitronensaft, grünen Kobold, eine rote Zwiebel, geriebenen Käse. Und ja, jetzt wird probiert. Ja, und hier sind sie, unsere Laugenstangen mit den dicken Sauerländern. Also, ja, mit den, ja. Ja, wobei, wir haben, wir haben einen dicken Hessen und einen dicken Sauerländer. Also, das müsste jetzt, wie könnte man das sonst nennen, die dicken... Ja, was sind die dicken Sauerländer? Ja, das ist ja, auch ist egal. Ist jetzt sauerländisch-hessische Freundschaft. Genau, wir müssen aber jetzt erstmal probieren. Aber wir müssen jetzt essen. Welchen wollen wir denn anschneiden? Den hinteren, der liegt ja gerade so schön. Okay, gut. Wir werden uns aber nur so ein Stückchen abschneiden, weil wir haben gut gefrühstückt. Das ist wohl so. Ja, heute Morgen und jetzt ist stockduster, aber das ist völlig egal. Ja, machen wir hier so mittig, ne? Oh, knusprig, knusprig. So. Für dich. Das ist aber lieb von dir. Und für mich... Ja, und dann würde ich sagen, auf euer Wohl und wir gucken, ob das schmeckt. Ja, okay. Mahlzeit. Mahlzeit. Also, das ist heiß. Das ist ein bisschen eklig, aber es ist heiß. Aber geil. Das ist ein richtig guter Party-Snack, wie ich finde. Find ich auch. Oder wenn man Gäste hat oder so, oder als Vorspeise. Das kann man bestimmt auch kalt essen, wenn das einmal fertig gebacken ist. Als Tipp, wenn ihr keine dicken Sauerländer bekommen solltet, mein Beileid an dieser Stelle, dann könnt ihr mit Sicherheit auch ein Bockwürstchen nehmen. Ist ja dann zwar nur halb so geil, aber... Das geht auf jeden Fall auch. Was man natürlich auch machen kann, weil das ist jetzt hier ein bisschen unglücklich. Ich habe jetzt die Wurst einfach so draufgelegt. Man kann sie natürlich auch im Schmetterlingsschnitt aufschneiden, aufklappen und dann drauflegen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher so zum Snacken. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt, liebe Leute. Was soll ich sagen? Geiler Party-Snack. Kann man, ja, interpretieren, wie man möchte. Ich bin mir sicher, ihr möchtet das Ganze erstmal nachmachen. Und damit ihr das könnt, müsst ihr erstmal abschalten. An den Grill gehen, in die Küche gehen. Könnt ihr nicht, was denn? Müsst ihr erstmal abschalten, ne? Ja klar, die müssen ja, die können ja die Glotze laufen lassen oder den PC oder was, das ist mir doch egal. Nein, du hörtest dich gerade ein bisschen an wie Peter Lustig. Ja, weiß ich. Aber wenn man jetzt einmal damit angefangen hat, dann kann man nicht mehr aufhören. Das ist wohl so. Liebe Leute. So, wir werden das Ganze jetzt trotzdem bestimmt, glaube ich, aufessen. Und ja, und ihr geht das jetzt nachmachen. Und in diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen. Und natürlich freut sich der Sebastian auch über ein Abonnement auf seinem Kanal. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann.